Moin Moin und herzlich willkommen in Klinkes Welten. Mein Name ist Klinke und heute werdet ihr sehen, dass wir die letzte Woche richtig, richtig viel geschafft haben. Und was wir geschafft haben, seht ihr jetzt gleich. Zuvor noch unser neues Intro, was wir vor ein paar Wochen schon mal eingespielt hatten. Ja, damit starten wir jetzt in die nächste Runde. Ab geht es! Unseren Prellbock Brocken habe ich jetzt Zubehörteile bekommen, damit die auch endlich final aussehen, so wie es im Original ist. Und die werden jetzt hier montiert. Und das mache ich jetzt. Und dann ist dieser Bereich auch mal geschafft. Da habe ich jetzt länger drauf gewartet, aber es lag an mir, nicht an Sven. Ja, legen wir los. Und schon hängen diese beiden Utensilien und zieren das Ende von den Gleisen auf dem Brocken. Na, ich werde jetzt hier noch die beiden Gleise mit Rost oben auf dem Gleis vom Prellbock nachbehandeln. Das habe ich hier noch nicht gemacht. Das werde ich auch gleich angehen, dass es erledigt ist. Und dann sind wir hier schon mal wieder ein Ministückchen weiter. So, jetzt sind auch die Gleisprofil-Oberkanten, was für ein tolles Wort, auch nachgebräunt. Das heißt, ich bin auch hier meiner langen Liste ein Häkchen weiter abhakend näher gekommen. Ja, jetzt gehe ich an ein anderes Projekt und nehme euch einfach mal mit. Ja, wir haben ja hier gespachtelt. Es ist trocken. Und jetzt machen wir diese Fläche einfach mal, die Leiter knarrt, auch ein bisschen grün, dass wir den ersten Anfang machen, dass wir dann auch bald hier diesen Streifen gestalten können. Und da legen wir jetzt los. Ab hier, Peter. So, jetzt ist der Bereich vom Signal an begrünt, also mit Farbe natürlich nur, und geht bis zu dem Pfeiler, wo wir das Gelände gestaltet haben. Ja, ist jetzt erstmal so die erste Schicht drauf und es sieht natürlich schon wesentlich fluffiger aus als mit dem kahlen Grau. Und schön wird es natürlich, wenn nachher die Gestaltung durch ist. Auch der Hügelansatz hier hinten in der Kurve, da unten ist Schurke. Ist jetzt hier erstmal grün grundiert, jetzt werden die Felsen noch erstmal schwarz vorlackiert, bevor dann die farblich angepasst werden wie hier drüben. Ja, und hier drüben ist ja auch noch der weitere Bereich schon mal vorgeschaltet, Bäume fehlen noch und Sträucher, aber Steine liegen schon und so wird es dann auch hier weitergeführt werden. Aber diese doofen Trocknungsphasen halten einen doch deutlich mal auf. Schade. Ja, wenn die Felsen schwarz sind, sieht es erstmal so aus. Ja, hat sich schon deutlich wieder verändert, nur weil da ein bisschen schwarzes, noch sehr glänzendes, feuchter Spray drauf ist. Aber auch das wird dann irgendwann trocknen und wenn die anderen Schichten drauf sind, dann sieht es auch wieder ganz anders aus, ein bisschen harmonischer. Wobei natürlich die Lackfarbe, die zum Pinseln ist, die ich hier auf der Fläche verwendet habe, natürlich deutlich kräftiger ist als das Spray, was auch deutlich schneller trocknet, muss man dazu sagen. Ja, aber bei großen Flächen wird dann halt doch mal auf den Pinsel rausgeholt. Einerseits natürlich aus Kostengründen. Und dann viel wird man sowieso nachher nicht sehen, wenn dann nachher das Gras drüber ist. Aber es ist jetzt erstmal so der Anfang. Wir werden es ja im Übergang hier nachher sehen, ob es da einen Farbunterschied gibt durchs Durchschimmern. Ich denke mal eher, es wird verhalten sein. Und ein bisschen Farbunterschiede auf einer Wiese sind ja auch nicht so verkehrt. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus. So, lassen wir das jetzt trocknen. Und dann gehen wir mit den nächsten Farbschichten rüber. So, hinter der Brücke vom Eckernloch ist jetzt noch ein bisschen Metall rangekommen. Und zwar geht hier der Bachlauf durch und hier der Weg runter. Und wir haben jetzt schon mal angefangen, diese Stelle vorzubereiten, dass hier irgendwann demnächst oder vielleicht auch bald gespachtelt werden kann. Ja, also dass hier so langsam sich dieser Halbkreis, Kehre ist das Wort, was ich gesucht habe, sich einfach so langsam schließt und wir uns mit dem Gelände rausarbeiten können. Und ja, so sieht es jetzt erstmal hier aus und nur ein bisschen wirr, aber wenn da erstmal Spachtelmasse drauf ist, seht ihr auch, wie die Geländezüge wirklich sind, weil auf dem Metall, auf dem Video, sieht man es natürlich ein bisschen schlechter. Ja, also hier ist sozusagen die Senke rein nach unten ins Tal.
Die schnöde Wiese oben ist jetzt mit schon mal an, mit Anfängen belegt. Und zwar sind hier schon mal die ersten Steinchen reingekommen. Und zwar überall so ein bisschen verteilt. Ja, die rechte Hälfte ist noch nicht behandelt, da muss ich durch das Loch durchkrabbeln. Ja, aber hier runter und auch ein bisschen in der Schlucht vom Abstellgleis. Und auch nur bis hierhin. Ja, der Rest wird von da drüben gemacht. Ja, sieht man noch so ein paar Klebefäden. Die kann man gleich mal entfernen. Wenn man die schon mal sieht, weil sonst sieht man die nie wieder. Und auch hier vorne auf der Wiese Richtung der Kehre sind auch schon, wie gesagt, die Steine so ein bisschen verteilt. Ne? Mal so ein bisschen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, dass sich da ein Gesamtbild ergibt. Das haben wir hier rumgezogen, die ganze Kehre am Außenbereich. Ja, da an dem Bereich, wo die Felsen sowieso schon sind, ein bisschen weniger, nur unten ein paar. Jetzt kommt natürlich die Sonne raus, aber hier auch am Fluss und auch nach dem Fluss weiter bis hier vorne hin, wo die Wiese aufhört. Jetzt, so, mein Körper macht das Bild sichtbar und so sieht jetzt sozusagen dieser Bereich aus. Und der nächste Schritt wären dann, wenn alle Steine verteilt sind, wo wir weitermachen wollen, mit Büschchen und Sträuchern. Und natürlich dann als letzten Schritt kommen die Tannen oder Fichten hier hinein, dass dann der Wald wirklich ein Wald wird. Aber jetzt kommen wir erstmal auf die nächsten Vorbereitungsschritte. Und wir arbeiten uns dann hinunter ins Tal. Aber so ist erstmal meine Vorstellung von den Felsen, die auch überall auf den Brocken rumliegen, dass man die ins Bild kriegt. Der nächste Abschnitt, der war jetzt hier zwischen den Gleisen entlang bis zum Bahnhof Goetheweg. Ja, da sind jetzt auch überall die Felsstückchen eingezogen. Was natürlich noch fehlt, ist die rechte Seite. Aber dafür nehme ich euch mal ein Stückchen mit. Und zwar hier nach hinten auf unsere große Wiese. Und auch die sieht jetzt sehr felsig aus, so wie es sein soll. Natürlich kommt hier auch Buschwerk und Bäume hin. Das bleibt natürlich nicht so kahl, aber es liegen da auch in der Natur auf dem Brocken verdammt viele Steine herum, als ob sie da jemand verloren hat. Ja, das wollte ich halt so versuchen darzustellen. Und so wird auch der ganze Bereich dann hier zukünftig aussehen. Ja, auch hier zwischen Brockenbahnhof und der Brockenstraße sind jetzt noch einige Felsen hinzugekommen. Ja, ein bisschen im unteren Teil, straßenbegleitend unten zu dieser Zufahrtsstraße. Ja, dass es auch da ein bisschen voluminöser aussieht, wie es auch in echt ist. Und hier drüben im Eckernloch an diesem neuen Geländeabteil sind auch schon ein paar große Felsen reingeklebt, die vom Verspachtel notwendig sind. Und damit ist die ganze Verwaltung da, dass man hier bald loslegen kann mit Verspachteln. Ja, so sieht es jetzt hier in dem Flusslauf aus. Es sind Büsche an die Seiten gekommen. Die ziehen sich so ein bisschen hier hoch in den Bereich und lockern das Flussbett deutlich auf. Und auf der anderen Seite haben wir schon mal so ein bisschen Strauchwerk bis zu den Felsen gemacht. Ne, damit es hier auch so ein bisschen die Vorbereitung gibt. Der nächste Schritt wären eigentlich schon die hohen Bäume, die ja überall platziert werden. Aber so sieht es jetzt hier erstmal in dem Bereich aus. Überall ein paar Büschchen drin und natürlich dieser wunderschöne Blick durch den wilden Bachlauf unter den Eisenbahngleisen durch und dann irgendwann drüben weiter. Hier vorne ist natürlich auch sehr felsig an den Feuersteinklippen. Ja, auch hier kommt natürlich auch noch der Wald hier nicht, wie es jetzt aussieht mit dem Totholz in Real, sondern hier felsig, Wald, Sträucher. Ja, so ist jetzt hier der Plan auf dieser Fläche und die wird jetzt auch demnächst weiter gestaltet. Wie alles.
Überall Baustellen, toll. Und auch an der Brücke haben wir eine Baustelle. Und zwar wollen wir jetzt den Flusslauf ein bisschen einbetten. Und zwar sind jetzt schon mal ein paar größere Steinchen geklebt. Ja, der nächste Schritt sind mittlere Steinchen. Und dann kommt der Split oder Sand, der da reinkommt, um den Flusslauf zu finalisieren, bevor dann irgendwann Wasser hinzukommt. So, die Steine sind erstmal eingebracht. Bis dort hinten hin. Jetzt wird das alles nochmal mit Sand überkippt oder beträufelt, dass es in die Fugen geht und dann auch eine schlüssige Bodensubstanz hoffentlich ergibt. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich probiere es jetzt einfach aus. Alles wird jetzt mit Sand überträufelt und dann ja, wird es nach dem Absaugen das Ergebnis geben und dann werden wir sehen, was dabei rausgekommen ist aus diesem Experiment. Nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, aber so war eigentlich auch die Idee, weil das ist ein feiner Fugensand. Und der wird jetzt hoffentlich überall reingekrochen sein. Ja, ist zwar natürlich ein bisschen Überschuss, der nachher weggeschmissen werden muss, also wenn er abgesaugt ist. Aber es soll halt auch den Boden schön bedecken. Wir lassen uns einfach alle überraschen, okay? Ist das ein Deal? Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Warte mal. Ja, so sieht es jetzt von hinten aus. Alles nur Sand und ein paar große Steine, die rausluken. Ja. Ach, das wird schon werden. Das wird einfach schon werden. Es ist noch nicht abgesaugt, keine Angst. Aber es ist jetzt doch schon das zweite Geländer dran und das erste Andreaskreuz steht am Weg auf dieser Seite. Ja, dieses Geländer habe ich jetzt doch schon montiert, damit man die Optik jetzt final hat und es hier nicht rumliegt und vielleicht noch kaputt geht. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen, dass wir das auch so weiter bearbeiten können, diesen Bereich. Und natürlich sind da jetzt noch ein paar Büschchen und Blümchen bis dorthin zum Ende der Felswand schon mal rangekommen. Aber das ist jetzt erstmal so nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal dieser Anblick, wenn das dann abgesaugt ist, irgendwann mal Wasser durchplätschert und der ein oder andere Baum steht, sieht das doch schon gleich ganz, ganz anders aus. Jetzt habe ich mich mal auf die andere Seite der Brücke begeben und habe, was wir hier letztens so schön hier so gewebt haben, mit Spachtelmasse versehen, dass sie jetzt die nächsten Tage so schön durchatmen kann und hart werden kann. Und so sieht es jetzt erstmal aus. Ne? Der Fluss schlängelt sich dann hier so aus der Brücke raus, zwischen Steine durch. Hier unten wird es natürlich ein bisschen enger, aber so ist es halt nun mal. Da staut sich dann das Wasser und drückt ein bisschen doller durch. Das werden wir alles versuchen, so ein bisschen hübsch darzustellen. Oh, diese Sturmbauplatte hier. Ja, so sieht es dann aus, unser Eckerloch bisher. Nun ist es abgesaugt. Ja, jetzt sind die Steine zu sehen. Eigentlich sieht es ganz geil aus. Wenn man jetzt noch das Wasser und die Welt sich dann vorstellt, ist das schon eine coole Optik. Ne? Also es ist ein bisschen mehr Steine als zu sehen als gedacht, weil der Sand sich nur temporär abgesetzt hat. Der ist da durchgefallen bis auf den Boden und hat da verklebt, aber halt teilweise auch oberirdisch, aber die Gesamtoptik gefällt mir eigentlich sehr gut. Was heißt eigentlich? Gefällt mir ganz gut. Und sieht hier auch, bis dahin hat alles gut funktioniert. Wenn wir den Bachlauf bald noch bis zum Ende durchführen. Schön. Als nächsten Part haben wir noch ein paar Bäumchen hier zwischengesetzt und auch diese Ecke hier gestaltet. Ja, dass hier auch schon Bäume stehen und auf der Seite schon mal so ein bisschen Wald darstellen. Ja, der Übergang wird jetzt hier auch noch ein bisschen angepasst, ja, aber es wird halt immer waldiger, je tiefer wir kommen. Und so sieht natürlich das Gelände, ein bisschen Totholz fehlt noch, ne, das ist noch nicht drin, aber so sieht es schon sehr natürlich aus, wie wir es auch haben wollen. Damit wir hier auch noch die andere Seite gestalten können, haben wir schon mal, was wir letztes Mal hier gespachtelt und grün gestrichen haben, auf der Seite begrast bis zu dem Pfeiler. Und ich freue mich schon darauf, wenn es abgesaugt ist, dass wir dann hier die Seite fertig gestalten können und dementsprechend schon mal ein schluchtartiges Durchfahrtsgefühl zwischen Bäumen und Steinen und Gras haben. Ja. Also dies auch schon mal abhaken, wieder eine Aufgabe erledigt. Und wir können uns auf die nächsten Bausteine konzentrieren.
Unsere neue Grasfläche ist auch abgesaugt. Jetzt ist das Gleis schön eingebettet zwischen zwei Grasflächen. Ja, wird mal Zeit für eine Kamerafahrt wieder. Wa? Und hier geht es dann schön runter. Jetzt können wir das hier noch so ein bisschen bestücken auf der Seite, dass da auch ein bisschen Feeling aufkommt und es nicht ganz so kahl aussieht. Aber der Blick ist schon mal schön, wenn es dann hier hochgeht. Die Bäumchen immer weniger werden, kleiner werden natürlich. Und dann der Zug sich hier in den Bahnhof hineinschlängelt. Ja, wieder mal schöner Fortschritt. Jetzt kommen erstmal hier Steinchen und dann gucken wir weiter. Tralalala. Schon sind die Steine dran und sind verteilt, dass die hier sich an diesem Teil des Hanges entlang schlängeln. Ich nehme das mal da runter, damit das Bild ein bisschen heller. Und so ist jetzt erstmal der Eindruck, wenn man hier hinlang fährt. Ja, auf beiden Seiten bis dorthin. Und damit ist die Ecke jetzt den nächsten Schritt angehend, Blümchen und Bäumchen zu setzen. Da die Bienchen sich freuen. Wenn sie da oben überhaupt fliegen. Fliegen in der Höhe überhaupt Bienen auf über 1000 Meter? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Am besten summ, summ und dann weiß ich Bescheid. Danke! Das ist jetzt der Blick, wenn die Lok hier ab dem Pfeiler nach oben fährt. Ja, also schön gesäumt und gestaltet. Ich schwenke jetzt mal hier runter durch. Oh, alter Mann, wieder mal! Und so sieht es jetzt von hinten aus. Verschiedene Bäumchen. Das ist nicht die allerhübschesten, aber für hinten eigentlich super. Und hier fängt es halt an. Wenn man jetzt hier so die Kurve reinfährt, geht es dann hier lang getuckert. Und dann geht es die Gerade runter ans Tal bis zur nächsten Kurve. Aber jetzt haben wir diesen Abschnitt schon mal wieder komplett fertig. Jetzt hier natürlich noch die Hinweisschilder, die Signaltafeln für die Lokführer. Aber so ist erstmal das Gleis umsäumt und wir können uns den anderen Baustellen zuwenden. Jetzt ist dieser Bereich hier wieder nur der linke, nicht der rechte, mit Büschchen und Blümchen schon geschaltet bis hin zu dem kleinen Stellwerkshütchen. Ja, also zieht sich von da hinten hinunter, hat natürlich hier auch noch ein bisschen was dran gemacht, leichte Veränderung aber nur. Ja, dann hier drüben die Nische. Und hier drüben geht es bis vorne zur Weiche, das Mittelstück, wo jetzt dann als nächster Schritt hier die Bäumchen reingesetzt werden können. Jetzt sieht es natürlich noch ein bisschen wirr und überladen aus, wird aber noch, habt Vertrauen wie immer, ja, dass hier eine bergige Landschaft mit schönem Wald entstehen wird. Hoffentlich mit vielen, vielen Bäumen. Um einen minimalen Anfang zu setzen, ist jetzt hier schon mal vereinzelt ein paar Bäumchen gesetzt worden, die ich hier noch gerade zur Hand hatte. Ja, ich werde jetzt langsam auch die selbstgemachten Bäume eins nach dem anderen hier rüberholen und hier auch ein paar pflanzen. Aber es ist jetzt erstmal nur so die erste leichte Optik von Bäumen vorhanden ist. Ja, und dass man hier dann wirklich von wieder hinten an der Wand diesen Blick im Wald hier komplett auch durchgängig hat, dass hier wirklich ein richtiger grüner Wald ist, nicht der tote Wald, wie er jetzt ist, sondern also im echten Harz, sondern dass hier eine schöne Dürre entstehen wird. Na gut, einer geht noch, und zwar das Totholz, was wir schon mal gebastelt haben. Ja, meine Tochter und Icke haben ja da so ein bisschen hier uns ausgetobt. Und jetzt liegt hier schon mal so ein bisschen verteilt dem zukünftigen Wald. Ja, auch einer steht noch, aber kurz vorm Umfallen. Also sieht leider fast der Harz heute komplett aus. Ja, aber dass wir hier so ein bisschen schon mal die Optik vorgestalten. Aber es geht erst beim nächsten Mal richtig los. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf.
So, jetzt haben wir hier noch ein paar Bäumchen gesetzt und der Wald fängt an zu gedeihen. Aber hier fehlen natürlich noch etliche Bäume. Da kommt noch eine ganze Masse auf einen zu. Nach oben hin werden sie wie angekündigt kleiner und dann werden sie hier größer. Und viele, viele, viele kommen hier noch rein, dass hier dann auch ein schöner Wald ist. Aber man sieht schon den Prellbock, den sieht man immer weniger, der dort hinten im Wald versteckt ist. Aber so ist auch der Plan. Ja, und dann haben wir hier auch ab und zu mal Testfahrten zu machen, dass wir hier auch ein bisschen sehen, ob auch alles funktioniert. Oh,
So, Schluss mit den Zugfahrten. Jetzt ist wieder vorbei. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Arbeiten, dass wir nächste Woche vielleicht wieder was Neues präsentieren können, was wir so geschafft haben. Aber das war schon recht ergiebig. Ich muss sagen, das Flussbett da am Eckerloch hat sich echt schön entwickelt und wird sich auch noch weiterentwickeln. Wir haben ja die Landschaftsvorbereitung dafür schon getroffen. Da haben wir so extrem viel Landschaft gemacht. Allein die Brockenauffahrt hat sich extrem entwickelt. Also jedenfalls der Teil der Brockenauffahrt, ne, der ist ja eigentlich so gut wie fertig. Da fehlen jetzt noch die Signaltafeln. Aber auch die restliche Landschaft ist schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Und jetzt heißt es endlich erstmal wieder Bäume, Bäume, Bäume bauen. Ja, es ist mühselig, aber es muss sein und wir brauchen die. Also müssen wir jetzt ranknüppeln und ich hoffe, wir werden nicht nur noch Bäume bauen, sondern werden auch nur ab und zu was anderes basteln. Aber ja, was sein muss, muss sein. Also, genug gelabert. Wir sehen uns bald wieder. Im besten Fall nächste Woche. Bleibt schön dabei. Wir freuen uns auf euch. Bis denne. Euer Klinke. Ciao.